Kanonike, wo seid ihr? Keine Menschenseele in der Gaststube. Ja, Freitag um 1 macht ihr da seins. Stavros, Kanonike. Ja, Herr? Hast du geschlafen? Nein, abgestaubt. Los doch. In 10 Minuten haben wir die ganze Beerdigung im Haus. Wo ist Kanonike? Wenn sie nicht auf dem Friedhof war, kann sie nur in der Küche sein, Herr. 2 Kinder beerdigen, wieso ging das so rasch? Das ging überhaupt nicht rasch. Das ging überhaupt nicht. Wer ist schuld? Meine Tochter. Hast du geschlafen? Nein, geplättet. Los doch, zieh mich erst um. Wieso, Herr? Kommt ihr allein vom Friedhof? Ja doch, vom Friedhof. Woher denn sonst? Wieso ihr allein kommt? Weil Frauen nicht reden sollen von Gräbern. Und die Jüses hat geredet, dass der Puppe nicht zu Wort kam und sich zuletzt welche geschlagen haben. Prügelei! Gehetzt hat die Jüses! Gehetzt gegen das Militär! Ist doch nützlich! Kitzlich? Wieso bin ich kitzlich? Nützlich! Ist doch nützlich! Das Militär hat die beiden Kinder totgefahren! Kann kein Militär was für. Nur die Kette vom Panzer ist abgeflogen und hat die Kinder erschlagen. Warum fährt ein Panzer, von dem eine Kette abfliegt, auf der Insel rum? Ach. 4 Tage Manöver und schon 2 Kinder tot. Ich betrete euer Haus, Herr Konstantinus, nur um zu sagen, ich betrete es nicht mehr. Ihr seid der ganzen Insel schuld, die Lysis in Zucht zu nehmen. Erstens, jawohl, seit sie keinen Mann mehr hat, hat sie Männer und... Und was? Du hast deine 11 Kinder auch nicht durch Wespenstiche gekriegt. Die Lysis hat den Bürgerkrieg nicht gemacht, der ihr den Mann genommen hat. Sie braucht euch doch nur zuzugucken. Der Fladen fällt nicht weit vom Ochsen. 40 Jahre Witwer. Pfui, als Wirt. Dabei laufen einem Wirt mehr Frauen als Katzen zu. Der zum 2. Mal heiratet, hat nicht verdient, dass ihm die erste Frau gestorben ist. So? Warum dann ihr Bild? Weil ihr früher tot sie alleine halten konnte, wie sie war. Sonst wäre sie womöglich auch so ein fettes, böses Legehuhn geworden, wie ihr es seid. Nun, sieh dich aber vor, Onkel, dass man das Haus dir nicht kaputt schlägt. Was stellt denn deine Tochter noch an? Anarchie ist das! Das löst ja alle menschlichen Banden. Unzucht, das trägt ja Unzucht unter jedes Dach. Das lässt ja Feld und Hof, lässt das verkommen. Und gegen unsere Kirche ist das auch. Nutzt etwa dieser Insel eine Schullehrerin, die abhält, das Militär fernzuhalten? Soldaten könnten uns so reich mit Zypern machen. 15 Millionen Dollar. Jawohl, das hat mein Mann selbst gesagt. Geben die UNO-Truppen dort aus. In jedem Jahr. Kanonike, die Suppe, bist du fertig? Du denkst wohl, dass noch jemand kommt außer den Weibern, die deine Tochter von ihren Männern weggeschwätzt hat. Warum bleibt sie nicht in Athen, dort wo sie wohnt? Dies ist doch nur ihre Urlaubsinsel. Sie stammt von dir, wie du und ich. Die Macht der Kommunismus! Vorige Woche hat sie die Spinnenhütte vergenossenschaftet. Und heute spannt sie uns Bauern unsere Frauen aus. Sie sagt, setz du dich auf deinen Arsch und iss. Ich zahl's in Deppenheim, dass mich wegen meiner Tochter die ganze Leiche boykottiert. Seht ihr denn in der Tötung der 2 Jungen nicht einen Wink des Himmels? Es kann nicht sein, dass sich der Himmel mit deiner Frau verbindet, über die weiß Gott Dinge zu erzählen gebe, die das blaue Himmels bleich werden würden, wenn nicht schon rot. Wir wählen alle die Frau Solides. Ich wähle auch. Wir alle, die junge Chefin. Die Frauen aller unserer Männer, die weg zur Arbeit sind in Westeuropa, die wählen auch die Lysis. Nun kötert sie mit Anteilschein an der Spinnerei sämtliche Frauen der kleinen Leute, damit von denen uns Bauern keinen mehr auf den Feld hilft. Sie kommt. Nein, meine. Du kommst mit heim, sofort! Sonst! Sonst was? Sei nicht so laut! Onkel, wie geht's? Gibst du uns Gott hier? Du wirst noch schöner, ich noch älter. So geht's.
Ab 80 kommt es nur darauf an, die Medikamente zu übernehmen, die einem verschrieben werden. Grüß Gott, Frau Tsipras. Guten Abend, Herr Konstantinos. Die Lysis wird auch gleich kommen. Sie tröstet auch die Mutter des kleinen Spiros. In Deutschland nimmt der Mann sich eine andere Frau. Und hier, ihr fährt mir ein einziges Kind tot. Ehrwürdiger Vater, bitte, kümmert euch um sie. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Herr? Gott sollte ein Kind mit dem Tode bestrafen, weil seine Eltern, so wie mein Mann da, ihre Ländereien dem Militär verschaffen. Au! Du hast den Damenband nicht zu gucken. Raus! Oder was verzerren? Denn Liebe nur für Liebe, aber Käse nur für Geld. Ist ja verrückt. Dann Wein und Käse. Guten Abend. Trauben, kein Wein für mich. Bist man nicht einmal hier vor dir sicher, Dicke? Und frisst du neuerdings auch nachts? Hungrig verhandelt man nicht. Verhandelt? Nichts wird verhandelt, solange ihr unsere Hilfe verhandeln wollt, Idioten. Du guckst dich noch um, wenn du nach Hause kommst. Und wie du dich erst umguckst, wenn ich nicht heimkomme. Herr Tsipras, lasst euch doch von meinem Mann nicht um die halbe Nacht bringen. Ihr habt doch morgen auch keine Bäuerin mehr. Ihr müsst doch morgen für Viere rackern. Für Viere? Ihr zählt die Mägde nicht, die ihr uns auch genommen habt. Verhelft euch mit dem Knecht. Mit dem kann man nicht alles machen. Lach nicht, du blöder Hund. Du Schweinehund. Da sehen sie uns endlich einmal los und schon laufen sie uns nach. Die Helden. Ihr wohnt im Gasthaus, badet, macht euch schön und wir sollen schuften? Du? Bei Nacht? Am Abend wird der Faule fleißig. Kommt ihr jetzt heim, wird euch verziehen. Verziehen? Verziehen? Verzieht euch? Ich will mit meiner Frau. Los, Mariette, ich will mit dir. Was wollt ihr mit ihr? Sie will doch gar nicht. Was willst du? Alleine will ich mit dir. Alleine, so gehört sie's auch. Wir machen es auch alleine, mein Mann und ich. Sprechen, alleine sprechen will ich sie. Dann ruf mich morgen an. Was ich gerne wüsste, wo ihre Tochter hin ist, die das alles angezettelt hat. Schlafen würde Lysis, wie sich das gehört. Gehört? Die? Sei still. Es weiß die ganze Insel, dass dich die Lysis weggetreten hat, als du es bei ihr versucht hast. Kaum, dass ihr Mann gefallen war. Bleiben, politisch bleiben, Frau Tsipras. Privat zu werden, das gehört sich nicht. Hätte sie mich behalten, damals die Lysis, und selbstverständlich totgeärgert, wäre sie heute wieder Witwe. Sie hat dich aber nicht behalten. Mein Pech. Du musst nur schwätzen, gerade du. Was sollte ich denn machen damals, als du meine Hand anhieltest und gleich wer weiß wohin gepackt hast? Typisch weiblich. Unterschätzen, was sie haben. Überschätzen, was sie wollen. Typisch männlich. Fressen und nicht immer fragen, ob die Frauen auch Hunger haben. Ihr kommt doch nie zu kurz. Wenn Frauen Hunger haben, sagen sie, die Kinder müssen essen. Jetzt halten sie uns schon das Essen vor. Und Sophia, sonst? Sonst was. Kein Mann, der hier kein Zimmer hat, wird mir im Haus die Frauen stören. Dann will ich euch, Bürgermeister, Sophia holen. Also Zimmer 8. Meine ist nicht mitgekommen. Ich will gar nicht wissen, wo er ist. Wo ist er denn? Hat seinen Stolz. Er spricht. Einmal ist er euch nachgelaufen. Ein zweites Mal spricht er. Ein zweites Mal kann er nicht, weil er gesoffen hat. Früher konnte er nie sitzen, weil er immer ein Stehen hatte. Und heute kann er nicht mehr stehen, weil er immer ein Sitzen hat. Haben die mal alle Tassen im Schrank? Dann nicht die Gläser. Genau. Wollten im Ernst die Lysis gefangen nehmen. Warum nicht? Die bellt ja krass wie Hunde. Nur für sich selbst. Nicht ums Dorf zu wandern. Alle Stimmen fangen. Warum soll die zu Hause wohnen dürfen, wenn sie es euch verbietet? Verbietet? Hört auf zu denken. Wir ließen uns noch was verbieten. Viere seid ihr gewesen. Gegen eine Frau. Wolltet ihr Lysis in einen Schweinekurven stecken? Ihr seid die Spucke nicht wert. Eigentlich nur, mit dir reden wollten wir. Habt ihr mich deshalb angepackt und rumgezerrt? Sophia, ich hielt deinen Mann für klüger als die anderen. Aber die Landkarte kennt auch er nicht. Keine Flotte, die aus dem Schwarzen Meer kommt, könnte Raketen auf unserer Insel dulden. Wir würden Zielpunkt Nummer 1. Verbrannte Erde und verbrannte Menschen. Man spricht von Sonderlagern,
Von Sondermunition? Vermutlich meint man Gas, Chemie. Wenn ihr euch weigert, Bauern, ihr euch querstellt, dann kann der Staat auf dieser Insel nicht finden, was er sucht. Land genug, an einem Stück, strategisch zweckvoll und mit Meeresufern. Genug für einen großen Sperrbezirk.